So, ich habe keine Zeit, ich mache direkt weiter. Der nächste Text, der wird ernster. Und genau, er geht über eine Angst, die ich persönlich habe und die vielleicht Leute von euch auch teilen. Ich habe Angst vor dem Sterben. Oder treffender ausgedrückt, mich ängstigt das Altern. Es gibt einen Moment, in dem ich das nicht verdrängen kann, obwohl ich darin wirklich gut bin. Meine Großeltern leben im Altersheim. Wenn ich meine Großeltern im Heim besuche, dann habe ich Angst. Angst vor dem Alter. Altersheim, das Wort Heim, Kurzform für Heimat, weckt warme Gefühle und Erinnerungen in mir. Wie ich mit meinen Großeltern im Wald spazieren gehe, Pilze sammle und Brettspiele spiele. Das Altersheim tut das nicht. In meinen Vorstellungen sind da ruhig gestellte, sabbernde alte Menschen in urinverkrusteten Jogginghosen, die apathisch durch die Gegend starren. Stelle ich mir vor, sie starten Löcher in die Zeit, zurück in die Jugend, Vergangenheitsmomente, an die Netzhaut und ins Herz projiziert. Das stelle ich mir vor, weil das sture Stachen doch grausam wäre und in der Stille säuselt der Tod dir das unbekannte Ende vor. Ich sehe schwarz und weiß, Grautöne kenne ich nicht, das kann mitunter hart sein, aber in erster Linie macht es mir Angst. Zurück zu meinen Großeltern. Sie leben also im Altersheim. Urinverkrustete, sabbernde Menschen habe ich da noch nicht gesehen. Trotzdem kriege ich die Bilder nicht aus meinem Kopf, wie wir doch alle aus irgendeiner Fernsehreportage kennen. Faltige Menschen mit Wunden am Körper, vom ganzen Liegen. Und nicht nur liegen, sondern liegen in den eigenen Fäkalien. Mein Professor an der Uni sprach sogar von einem Menschenverbrechen, so wie unsere Gesellschaft mit ihren Alten umgeht. Einfach abschieben, getreu dem Motto, aus dem Auge, aus dem Sinn. Ich betrete also das Altersheim, wie alle paar Monate einmal. Meistens bin ich froh, dass ich in einer anderen Stadt wohne. Da brauche ich kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich nicht so oft herkomme. Danach schäme ich mich für den Gedanken. Das Heim riecht für mich nach alten Menschen, Krankheit und Tod. Eintöniger Teppichboden und viel zu viel Birkenholz, aus dem nicht nur alle Möbel, sondern auch die Türrahmen zu bestehen scheinen, als stürbe die Ästhetik im Alter. Warum denn nicht gleich alles schwarz anstreichen? Das wäre wenigstens ehrlich. Meine Großeltern wohnen auf verschiedenen Etagen, um der Wahrheit näher zu kommen, auf verschiedenen Stationen und um ganz ehrlich zu sein, Endstationen. Die Endstationen haben alle Namen. Leuchtturm heißt die Endstation meiner Oma im 4. Stock, Hafen heißt die Endstation meines Opas im 5. Ich glaube, Angehörigen fällt es so leichter, sich von ihren Eltern zu trennen und anderen Bekannten und Verwandten davon zu erzählen. Doch eigentlich spricht man darüber in unserer Gesellschaft nicht. Vielleicht mal so kurz am Rande, hey, was gibt's Neues? Ach, ich musste meine Eltern ins Heim bringen, es ist das Beste, aber Leuchtturm, das hört sich doch nett an. Ich bin da anderer Meinung. Von Leuchttürmen hält man nach Gefahr Ausschau, vom 4. Stock des Alterheims nach dem Tod. Und mein Hafen, du rufst zur allerletzten Fahrt. Wir holen meine Oma ab und wollen zu Opa in den 5. Auf der Endstation Leuchtturm stehe ich dem Alter und vor allem der Demenz gegenüber. Meine Oma hat Alzheimer. Zu vergessen, alles, die Gedanken, das Sprechen, das aufs Klo gehen, ist für mich die schrecklichste Vorstellung. Hier liegt das Vergessen in der Luft. Wie Blei hüllt es mich ein und lässt mich schweigen. Hallo Oma, ich bin's, dein Enkel. Wir wollen zu Opa gehen. Sie schaut mich an und lächelt. Vielleicht in Bruchteil einer Sekunde erkenne ich die attraktive und dynamische Frau aus meiner Kindheit wieder. Doch das Lächeln verblasst. Ich bezweifle, dass sie mich erkannt hat. Das tut sie seit Jahren nicht mehr, sondern nur nicken und lächeln. Ich könnte der Weihnachtsmann sein. Ich nehme sie am Arm, weil sie bereits vergessen hat, wo ich mit ihr hin will, auch nicht wüsste, wo das ist und es vermutlich gar nicht verstanden hat. Wir laufen den Gang entlang und eine kleine alte Frau kommt uns entgegen in Pyjama und mit einem Panda-Bär-Teddy im Arm. Sie läuft auf und ab, als wollte sie dem Panda etwas von der Welt zeigen. Wir erreichen das Zimmer von meinem Opa. Er erkennt uns, stöhnt und röchelt laut, bevor er uns von der Stadtrundfahrt gestern erzählt, bei der er sich eingepinkelt hat, weil er dort das Wasser nicht mehr halten kann. Und da ist es wieder, das Bild von urinverkrusteten Jogginghosen. Es schnürt mir die Kehle zu. Ein anderes Bild aus meiner Kindheit mit den beiden zerbricht in 1000 Scherben. Das Klirren zersprungener Erinnerungen ist bis in die Cafeteria ins Erdgeschoss zu hören. Je öfter ich hier bin, desto leerer wird die Erinnerungsgalerie. Ein paar Bilder hängen noch, das eine vom Blaubeerpflücken. Ich war noch klein und meine Großeltern fit. Stunden haben wir gesammelt und gelacht. Dass wir das alles essen müssen, spielte keine Rolle. Aber Konturen werden durchlässiger. An manchen Stellen befinden sich lediglich Abdrücke einer getrübten Erinnerung. Ich beginne zu vergessen. Mir steigen die Tränen in die Augen. Ich habe Angst vor dem Alter. Angst vor dem Altern und Trauer, weil ich das Gefühl habe, meine Großeltern verloren zu haben. Ich will nicht mehr in das Altersheim zurück. Ich will keine weiteren Erinnerungen verlieren, denn immer wenn ich im Heim bin, dann höre ich das Alter. Tick, tack, tick, tack. Dankeschön.